Hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Video außer der Reihe, denn am Sonntag geht es ja schon weiter mit dem KiCad Tutorial. Aber ich wollte mich jetzt nach dem Erreichen von 4000 Abonnenten doch nochmal persönlich bei euch melden, denn die letzten Wochen hat ja Jürgen den Kanal quasi übernommen. An der Stelle erstmal ein riesengroßes Dankeschön nochmal an Jürgen, dass du uns dieses KiCad Tutorial ermöglichst, dass du so viel Engagement zeigst und hier die KiCad Tutorial Videos drehst. Es liegt ja eigentlich nur noch so die Schnittarbeit jetzt bei mir, beziehungsweise inzwischen muss ich schon sagen, bei uns. Meine Frau unterstützt mich da jetzt schon und schneidet das Ganze schon vor, dass ich nur noch so, ich sag mal, die Endcut irgendwo machen muss und die Animationen und Intro und so weiter reinschneide. So, ich sag mal, den Grobschnitt übernimmt sie schon, damit ich zeitlich überhaupt noch irgendwie hinterherkomme. Denn wir hatten, wie viele sicherlich auch gemerkt haben, in letzter Zeit unheimlich oft Ausfälle der Webseite, dass diese nicht mehr erreichbar war, was ich auch keinen guten Zustand fand. Also habe ich mich jetzt entschieden, wieder einen neuen eigenen Server zu nehmen. Ja, das heißt dann auch wieder, die ganze Umzugsarbeit, die ganzen Webseiten und Domains müssen umgezogen werden. Ich habe nämlich nicht nur die eine Seite und, die ganzen Mails müssen ohne Ausfälle irgendwie umgezogen werden. Dann müssen sämtliche Dienste, die da drauf laufen, umgezogen werden. Will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber jedenfalls, da wurde mir auch schon nicht langweilig. Das hat mich auch schon einige Nächte gekostet. Das Schneiden ist auch nicht an einem Abend erledigt. Also ich bin Vollzeit angestellt, ich habe mein eigenes Nebengewerbe und zusätzlich betreibe ich halt noch den Smart Home Kanal. Zeit ist manchmal halt einfach etwas knapp bei mir. Aber ich will gar nicht meckern, ich bin rundum zufrieden, eigentlich so wie es gerade läuft. Ja, und ich denke, das ist auch eine gute Überleitung, um wieder zu den 4000 Abonnenten zurückzukommen. Also ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, egal ob ihr von Anfang an dabei seid oder ob ihr gerade erst neu auf dem Kanal dazugekommen seid. Wirklich vielen Dank von Herzen, dass ihr mich, egal in welcher Form, irgendwie unterstützt, sei es durch ein Abo, sei es durch jedes Like, durch jeden Kommentar oder auch Spenden. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich wirklich mal, ja, überhaupt die 1000 knacke. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor ein paar Jahren angefangen habe, für die ersten 50 Abonnenten die Videos zu drehen. Und ja, wenn ich mir die jetzt heutzutage so angucke, ich habe sie ja immer noch online, ja, da schlage ich manchmal die Hände über dem Kopf zusammen, aber ich finde es auch auf der anderen Seite schön zu sehen, wie sich der Kanal entwickelt hat, wie sich die Qualität der Videos entwickelt hat. Damals hatte ich ja noch nicht so eine Kamera, da hatte ich noch kein zusätzliches Mikrofon, geschweige denn hier die LED-Panels und da hinten noch die Beleuchtung und ja, ich habe halt einfach irgendeine Kamera, die gerade griffbereit war, angeschmissen, ohne Skript, ohne irgendwas und habe da irgendwas runtergestammelt. Ja, inzwischen gehe ich doch mit ein bisschen mehr Vorplanung an die Videos. Ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe beim Schnitt oder sagen wir mal, ich habe mehr Erfahrung beim Schneiden und ja, ich hoffe und denke, das sieht man in der Videoqualität inzwischen auch so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ohne euch hätte mir der Ansporn gefehlt, ohne euch wäre ich nie so weit gekommen. Und das freut mich einfach, dass wir hier auf Smart Home Yourself inzwischen wirklich eine so große Runde sind. Und das Produzieren macht halt auch direkt viel mehr Spaß, wenn man den ganzen Zuspruch jetzt sieht, gerade in der letzten Zeit wieder. Ja, ich kann mich nur wiederholen, echt ein riesengroßes Dankeschön. Aktuell sind wir ja noch in der KiCad Tutorial Serie drin. Bisher sind 12 Teile erschienen. Wir werden wohl bei 16 Teilen landen. Im Teil 15 ist die Platine dann fertig verdrahtet und soweit, dass man sie bestellen könnte. Ja, und in Teil 16 wird die KiCad Tutorial Serie dann abgeschlossen, abgerundet. Da geht es also nicht mehr primär darum, die Platine zu fertigen, zu erstellen, sondern da geht Jürgen noch einmal darauf ein, was gibt es für alternative Möglichkeiten, um gewisse Sachen umzusetzen, worauf muss man noch achten, also besondere Fallstricke noch einmal kurz erläutern. Ja, nach den 16 Teilen möchten Jürgen und ich uns nochmal gemeinsam im Livestream an euch wenden und nochmal zusammen ein bisschen Feedback von euch einholen, einfach nochmal ein bisschen quatschen und auch ein bisschen darauf eingehen, wie kann es jetzt weitergehen, was gibt es in Zukunft, woran orientieren wir uns als nächstes. Denn wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, die Entwicklung von der Smart Home Yourself V2 ist schon wieder pausiert. Es tut mir unendlich leid. Also an der Stelle nochmal ein riesengroßes Sorry. Ja, wir hatten gesagt, ich mache Entwicklungs-Livestreams. Ich hatte gesagt, jeden Monat gibt es Updates. Wie weit bin ich gekommen? Was habe ich getan? Die letzten, ich glaube, 2 Monate
habe ich, wenn ich ehrlich bin, daran so fast gar nichts getan. Das lag unter anderem halt daran, wie viele sicher gemerkt haben, die Homepage smarthomeyourself.de war am laufenden Band nicht erreichbar und nicht, weil ich da irgendwas dran gemacht habe, sondern einfach, weil der Hoster mit seinen V-Servern Probleme hatte. Daraufhin habe ich mich jetzt hinterher dazu entschlossen und habe gesagt, okay, ich nehme wieder einen vollen Dedicated Server, dann haben wir wieder eine Maschine nur für uns, dann gibt es weniger Probleme. Aber der Umzug muss natürlich auch irgendwo vonstatten gehen, das habe ich jetzt soweit größtenteils erledigt. Die Webseite müsste also jetzt wieder besser laufen, wieder zuverlässig online sein. Ja, und ich hoffe, dann kommt wieder ein bisschen mehr Ruhe rein. Denn ich habe auch schon das nächste Projekt wieder in der Pipeline. Und zwar hatte mich ein User, ich glaube Ende letzten Jahres schon gefragt, ob ich nicht mal eine Multiroom-Wi-Fi-Lautsprecherlösung bauen könnte, präsentieren könnte. Und ja, da hatte ich mich eigentlich auch letztes Jahr schon dran gesetzt. Genauer gesagt haben wir die bei unserem Polterabend schon aktiv genutzt. Und das hat auch wirklich reibungslos funktioniert und deshalb wollte ich euch die eigentlich nicht vorenthalten. Und jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen, die Anleitung fertig zu schreiben. Also dokumentiert ist das Ganze schon vollständig. Ich muss nur noch das Video dazu drehen und schneiden. Aber ja, die liebe Zeit. Mich freut es einfach, dass das alles hier so funktioniert. Und an der Stelle dann auch wirklich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. 4.000 Abonnenten, das ist für mich schon eine echt große Zahl. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen. Ja, das motiviert mich wirklich auch, hier weiterzumachen, hier weiter Gas zu geben. Ja, wie das alles so im Detail weitergeht, wie gesagt, werden wir auch noch mal im Stream drauf eingehen. Ich möchte jetzt hier nämlich auch gar nicht so ein elendlanges Gequatsche machen. Aber ja, einfach mal kurz die aktuelle Lage schildern, wollte ich einfach doch. Ja, und da möchte ich nochmal Danke sagen und das Ganze muss ich dann wohl auch gleichzeitig kennzeichnen als Werbung in eigener Sache. Aber wie ihr seht, ich habe ja hier mein eigenes Smart Home Yourself T-Shirt jetzt an. Die Bestellung ist jetzt diese Woche gekommen und zwar habe ich mich da mal hingesetzt, habe so ein paar T-Shirts designt. Hier jetzt einmal mit dem Standard-Logo und dann gibt es zum Beispiel noch einmal hier diese Beanie-Mützen, da habe ich das Logo in groß, das Haus oben und darunter den Schriftzug Smart Home Yourself. Das wäre so die zweite Variante von dem Logo. Und dann habe ich mich noch hingesetzt und habe mir überlegt, was kannst du denn noch so an Designs raushauen? Einfach so, was sich mit dem Kanal irgendwo verbindet, sage ich mal so, dass man sich mit dem Kanal identifizieren kann, was irgendwo dazu passt. Und da habe ich mir gedacht, ich begrüße euch immer mit Hallo, liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats. Und ja, das habe ich jetzt irgendwo als Grundlage für das Design genommen. Und daraus ist das hier entstanden. Freund des gepflegten Kabelsalats. Ich hoffe, euch gefällt's. Das Ganze gibt es in zwei Variationen. Das hier ist einmal der Comic-Style Freund des gepflegten Kabelsalats als T-Shirt. Die Farben und Produktarten, ob es jetzt ein T-Shirt ist, ob es ein Pulli ist, ob sonst was ist, könnt ihr euch frei auswählen. Ihr könnt das auf eine Tasche packen, auf eine Tasse, auf einen Teddybär. Schaut einfach mal hier unten in den Shop rein. Ihr könnt die Größen von den Designs auf den T-Shirts selber aussuchen. Ihr könnt eure eigenen Texte noch mit draufpacken. Gestaltet euch die Sachen so, wie ihr wollt. Packt die auf die Klamotten, wie ihr wollt. Das hier ist die zweite Alternative. Das hier ist ein Kapuzenpulli. Im Neon-Kabelsalat-Design hier mit der Kapuze in einer wählbaren Farbe, die Bändel dann auch. Also ich muss sagen, die Stoffqualität bin ich wirklich hellauf begeistert. Also die sind wirklich sehr angenehm, fühlen sich gut an. Die sind auch jetzt schon gewaschen und ja, machen so wirklich immer noch einen guten Eindruck. Hierbei hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Neon-Effekt erwartet. Also hier unten, das wirkt sehr matt. Da habe ich aber schon den Hersteller angeschrieben, ob die da nicht an den Farben noch was machen können. Wir werden sehen. Schaut auf jeden Fall mal hier unten im Shop vorbei. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg supportet. Teilt eure Bilder, wenn ihr die Bestellungen erhalten habt, doch gerne mal auf Instagram. Hashtag SmartHomeYourselfMerch. Und in den ersten zwei Wochen ab heute erhaltet ihr im Shop 15% auf die gesamte Bestellung, also auf alle Einkäufe. In den ersten zwei Wochen gibt es 15% Rabatt. Von daher lohnt sich das Ganze da jetzt auch direkt doppelt nochmal reinzuschauen. Ich hoffe, euch gefallen die Designs. Lasst gerne auch mal Feedback in den Kommentaren da und sagt mir mal, was ihr davon haltet.
Vielleicht habt ihr auch noch Verbesserungsvorschläge, vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen, was ihr vielleicht auf den T-Shirts gerne sehen würdet. Ja, und als letztes Dankeschön habe ich hier immer noch 3 Platinen für die Treppensteuerung. Und da mich da immer noch sehr viele nachfragen, habe ich mir gedacht, diese 3 Platinen verlose ich jetzt nochmal unter allen Kommentaren unter diesem Video im Juni. Also, ihr habt den ganzen Juni noch Zeit, hier unter diesem Video Feedback dazulassen. Und ich würde dann am 1. Juli per Zufallsgenerator 3 Kommentare auswählen, diese kontaktieren und euch dann diese Platinen zukommen lassen. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es auch an dieser Stelle nicht mehr zu sagen, außer nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle von euch da draußen. Also, ich bin immer noch schwer begeistert, wie schnell das jetzt ging, gerade in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, dass wir die 4000 geknackt haben. Ich hoffe natürlich, das geht so weiter. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, ich werde mein Bestes geben. Wir setzen uns auch jetzt gleich direkt wieder dran und schneiden die KiCad-Serie weiter. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise hören uns dann hoffentlich auch im Abschluss-Livestream der KiCad-Tutorial-Serie. Ich verabschiede mich bis dahin und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!